Hallo und noch einmal ein herzliches Willkommen hier zu meinem Video zu Forge of Empires. Ich habe in den letzten Videos schon gesagt, also gerade jetzt im letzten Video, da ging es um die Schleifenquests und das tägliche Ernten, dass man das sehr schön miteinander verbinden kann, um die Ausbeute einfach deutlich zu erhöhen. Und ja, jetzt ist dann die Idee, das Château Frontenac oder die Notwendigkeit immer größer geworden. Und ich habe in einer anderen Gilde eine sehr schöne Idee gesehen, wie man kleine Spieler, junge Spieler unterstützen kann, indem die halt schneller an legendäre Gebäude kommen. Ich würde mich jetzt nicht mehr unbedingt zu einem sehr jungen Spieler zählen, aber es ist dennoch für mich auch häufig ein Problem, gerade jetzt an Güter zu kommen aus einem älteren Zeitalter. Und ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, an die entsprechenden Blaupausen bzw. auch an die Güter zu kommen. Da habe ich schon drüber gesprochen. Aber ja, ich möchte es halt auch, also ich würde am liebsten alles innerhalb der Gilde stattfinden lassen. Und ja, wie eben erwähnt, in einer anderen Gilde habe ich eine sehr schöne Idee gesehen, und zwar eine Gruppe, wo Spieler ja, einstellen können, was sie denn gerne an ja, an Gütern hätten, damit entsprechend legendäre Gebäude gebaut werden können, was ja auch schlussendlich der ganzen Gilde zugute kommt. Arsch natürlich allen voran, da auch hier Güter in die Gildenkasse gespendet werden. Ja, das ist ja einer der Effekte, den das Ganze mit sich bringt. Aber es gibt auch andere Gebäude, die der Gilde direkt sehr gut tun. Aber ich denke, jeder Kämpfer, der irgendwo stärker wird, der mehr rausholt, ist zum Beispiel auch für die Gildenexpedition, aber vor allen Dingen auch für die Gildengefechte, also die GG, sehr interessant. Und deswegen habe ich diese Idee oder diese Gruppe auch mal auf meiner Hauptwelt in der Gilde vorgeschlagen. Und das wurde glücklicherweise von den drei Rudelsführern so angenommen und wurde auch umgesetzt. Und ja, ich kann euch das jetzt mal zeigen. Ich war jetzt auch direkt der Zweite, der davon Gebrauch gemacht hat. Ja, ich hatte den Text dazu schon vorgeschrieben, wie man das Ganze machen kann, Gütertausch wieder stattfinden kann, dass das auch sehr häufig ein unfairer Handel ist. Ein sogenannter unfairer Handel, weil man halt im Verhältnis 1 zu 2 tauscht. Das ist eigentlich üblich. Und ja, dass man das Ganze hier so auch machen kann. Aber ich habe das jetzt so gemacht, die Angebote, die ich eingestellt hatte, die ich brauche, um das Château Frontenac zu bauen, ich habe das nicht mit ganz so schlechten Gütern gemacht, diesen Handel, sondern ich habe immerhin Güter aus meiner Zeit, der Kolonialzeit, angeboten, nämlich Papier. Warum? Naja, weil ich davon einfach sehr viel fördere. Und ich habe die Güter jetzt getauscht. Das hat natürlich jetzt schon meine Rohstoffe sehr stark verbrannt, ne? Also das ist jetzt hier Papier bei ungefähr 450 Stück. Man sieht, bei den anderen habe ich über 1000 geknackt. Da habe ich auch immer gerne einen dicken Puffer. Kann man auch später in einem anderen Zeitalter noch brauchen. Aber ich produziere ja auch. Ich habe 8 Mühlen, 8 mal 10, die ich ja schaffe. Ja, also ich gehe ja immer von der Produktion her. Entweder auf 5 oder auf 10, das hatte ich auch schon erklärt, 4 oder 8 Stunden. Jetzt, wenn die 4 Stunden abgelaufen sind, in 2 Stunden 22, kann ich mich halt entscheiden, ob ich nochmal die 4 Stunden wähle, bin ich so lange wach, oder sage ich, okay, ich gehe in die 8 Stunden rein. Lange Rede, kurzer Sinn, ich schaffe im Prinzip ja, im Optimalfall 3 Durchgänge damit, also 8 mal 3, 270 Güter. 240, Entschuldigung, 240 Güter, die ich dann an einem Tag produzieren kann. Also in ein paar Tagen habe ich dieses Defizit schon wieder aufgebaut. Und ich finde es halt ganz cool, dass derjenige, der das mit mir getauscht hat, diese Güter, jetzt halt nicht ganz so schlechte Sachen hat, ne? Die meisten tauschen dann Güter wirklich aus den ersten Zeitaltern. Ich habe davon gar nicht so viele. Ja, braucht man, also brauche ich auch nicht. Und ich hätte natürlich jetzt auch runterhandeln können und so weiter und so fort, aber ich finde es halt cool, wenn aus der eigenen Gilde jemand, der entsprechend weit ist, das dann so anbietet. Und wie gesagt, dann möchte ich auch nicht ganz so schlechte Güter anbieten, weil die haben nur Verlust mit der ganzen Sache, ne? Außerdem ist es für euch, wenn ihr sowas in eurer Gilde auch so machen könnt, also gildenintern, ganz cool, weil wenn ihr jetzt in den globalen Chat geht, ja, also wenn ihr jetzt hier irgendwie fragt, so, ich hätte gerne Güter für Château Frontenac oder für die Arche, ne, also Arche-Güter werden halt auch sehr viel angeboten, sehr viel angefragt.
dann wollen die Leute in der Regel dafür Forge-Punkte haben. Also man bezahlt tatsächlich Güter in Forge-Punkten. Das läuft dann so, dass derjenige, der die Güter halt anbietet, dann sagt, okay, ich hätte gerne so und so viel Güter in das und das Gebäude eingezahlt. Und ich habe das selbst mal gemacht, und zwar hier mit meiner Arche, hier auf meiner Welt Odrovar, und habe dafür 300 Forge-Punkte bezahlt. Ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Und auch für euch mal so als Anhaltspunkt. Wenn ihr euch aber natürlich diese 300 Forge-Punkte sparen könnt, weil jemand aus eurer Gilde so nett ist und über die entsprechenden Güter verfügt, wie gesagt, vielleicht auch für euch mal ein Denkanstoß, beziehungsweise für eure Gilde, wenn ihr in einer drin seid, in der ihr euch auch wohlfühlt, sowas vielleicht mal zu etablieren. Ja, ich kann auch gerne den Text, den ich dazu verfasst habe, dann mal den Leuten schicken, wenn ihr mir irgendwie eine Anfrage schickt oder sowas, also eine Nachricht schickt, ne, dann kann ich das gerne mal veröffentlichen. Dann dürft ihr das gerne so als Vorlage benutzen, um das dann mal innerhalb der Gilde zu besprechen. Ihr müsst halt nur an die Rudelsführer rantreten. Ne? Die müssen bei dem Ganzen natürlich zustimmen. Ja, das bedeutet bei mir, dass ich jetzt tatsächlich die Güter zusammen habe, ja, genau das, was ich benötige. Also ich verlange auch nicht mehr sozusagen von dem, was ich brauche. Ich habe die Blaupausen, ich kann das Ding aufbauen. Jetzt habe ich nur ein Problem, und zwar Platz. Ja. Und jetzt habe ich ja schon so mit dem Gedanken gespielt, dass ich diese Wunschbrunnen wieder einlagere. Aber wenn ich das vermeiden kann, möglichst, dann mache ich das natürlich. Dann lasse ich die lieber einfach noch ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen stehen, weil die bringen mir ja doch jeden Tag irgendwas. Ja, man kann das auch hier in diesem FOE-Helper, in dieser sogenannten Produktionsübersicht, sich mal anschauen tatsächlich, was sich darin für die nächste Ernte verbirgt, wenn ihr hier hinten dann einfach auf diesen letzten Punkt geht, ja, und dann Brunnen eingibt. Dann habt ihr nämlich sowohl die Wunschbrunnen als auch die Jungbrunnen drin, ja, und dann seht ihr im Prinzip, was jetzt kommt. Und das sind Münzenvorräte und ein bisschen was an Gütern. Ja, ist jetzt nicht so super die Ausbeute für morgen, mit der ich rechnen darf, zwischen 17.42 Uhr und 17.49 Uhr, aber besser als Fritten aus der Mülltonne. Ne? Von daher, das nehmen wir mal so mit, vielleicht noch ein paar Tage, vielleicht sage ich auch irgendwann, ach nee, das nervt mich jetzt doch zu sehr, oder ich brauche den Platz einfach. Also würde ich jetzt erstmal schauen, ob ich diese Gebäude so umstellen kann, dass die mich hier, weil hier wäre der geeignetste Platz für das Chateau Frontenac, dass die mich nicht stören. Also setze ich die Gebäude jetzt einfach mal so, wie es irgendwie geht, woanders hin. Jetzt muss ich mal schauen, habe ich noch irgendwo ein bisschen Luft? Da passt nichts mehr hin. Nee, leider nicht. So, da steht auch noch eins. Ja, es wird auf jeden Fall eng. Jetzt kann ich natürlich, ich muss mal gucken, das ist wie groß, 5 mal 6. 5 habe ich hier genau in der Breite. 2, 4, 6. Ja, also ich müsste 2, 4, 6 genau dieses Teil hier noch irgendwie wegsorgen. Ne? Was ich noch habe, das sind halt hier diese Schmieden. Da könnte ich jetzt auch mal auf den Platz verzichten, würde die einfach verkaufen. 2 Stück. Ne, eine reicht, glaube ich, sogar. Und dann könnte ich das Gebäude jetzt noch hier hinsetzen. Ich könnte jetzt auch diesen Weg hier wegmachen. Ja, weil dieser Weg, die Gebäude, ich hatte hier ja, wie ihr gerade gesehen habt, diese Brunnen dran, die sind ja jetzt nicht mehr da. Dieser einzelne Brunnen, der hier jetzt noch übrig geblieben ist, der ist über diese Straße hier angebunden. Und auch hier die Agentenverstecke oder dieses Agentenversteck und auch das Castel de Monte sind ja über andere Straßen verbunden. Das heißt, die Straße könnte ich auch wegmachen, muss ich jetzt aber nicht. Ich muss dann sowieso jetzt nochmal, wenn ich noch das ein oder andere legendäre Gebäude habe, nochmal meinen Stadtplaner in meinem Kopf anwerfen. Und das Ganze dann entsprechend, ja, mal bauen, umbauen. So, passt genau dahin, ja, wie Arsch auf einmal, wie man so schön sagt. Jetzt fällt auch was auf, ne, da habe ich gerade nicht so drüber nachgedacht. Vielleicht fällt es euch auch schon auf. Ich baue das jetzt trotzdem mal auf. Ihr seht, ich habe hier genau 4 Stück, 4 Felder Platz. Also baue ich natürlich wieder, das dauert auch nicht lange, ich glaube eine halbe Stunde oder so, eine Schmiede hin. 20 Minuten sogar nur. Diese Schmieden sind halt immer super, wenn irgendeine dämliche Aufgabe verlangt, dass man so und so viel Produktionen in einem Vorratsgebäude, also Vorratsressourcen abschließen muss. Und das ist gerade jetzt in so einem Event, kommt das sehr häufig vor. Ja? Das kann auch mal hier in diesen täglichen Herausforderungen vorkommen. Ja, die muss ich auch noch machen heute, aber das wird mich vor keine große Herausforderung stellen. Das können wir vielleicht auch gleich noch zusammen machen.
Ja, aber dafür sind diese kleinen Dinger, das hatte ich auch schon mal in meinem ersten Video, in diesem Anfangsvideo erklärt, was 1,5 Stunden geht, also wahnsinnig lange. Da kann man diese kleinen Mini-Gebäude wirklich super für nutzen, ne? Hätte ich eben drauf kommen können, dass das da noch Platz findet. So, jetzt steht das Château Frontenac, bringt mir aber halt noch nichts, weil mir fehlen die Forgepunkte. Also, was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt andere aus meiner Gilde darum bitten, dass die das Ding möglichst weit hochziehen. Das ist auch schön, da kann ich auch gleich noch was zu sagen. Aber zunächst stellen wir das hier ein. Ja, also in diese Gruppe hier Gerüste und Level Up. Gerüste, das betrifft halt wirklich neue legendäre Gebäude. Das stelle ich jetzt hier ein und dann werde ich das mal schauen, wann stehen haben. Und wenn ich jetzt merke, bis, ich weiß es nicht, vielleicht ja, morgen vor der Ernte, das Ding steht noch nicht, dann würde ich halt aus meinem eigenen Bestand die Ressourcen mitnehmen. Das hier ist jetzt ein sogenannter Level Up. Das ist ganz cool. Der funktioniert aber nicht. Erkläre ich auch kurz. Ihr seht, hier fehlen jetzt noch 2 Forge-Punkte zum Leveln. Ja? Das Cape Canaveral, das Gebäude habe ich auch schon mal erklärt, bringt Forge-Punkte alle 24 Stunden. Wenn jetzt hier noch jemand 2 Forge-Punkte investiert, wird das Ding gelevelt, aber ich kann hier keinen Platz mehr bekommen. Ja? Die Sabine von L, die ist hier auf dem letzten Platz, auf Platz 5, bekommt ihre Blaupausen aus der ganzen Geschichte und ein bisschen was an Medaillen. Aber die kann ich ja nicht mehr überbieten. Ja? Also ich müsste ja mindestens 14 Forge-Punkte investieren, damit ich auf Platz 5 komme. Und die passen einfach nicht mehr rein. Das heißt, an der Stelle bringt das nichts. Ne? Ich weiß jetzt nicht, warum das hier von Scramble so eingestellt wurde. Vielleicht hat tatsächlich auch die Sabine von L, das ist halt eine richtig coole Mitspielerin, die gehört auch hier zu unseren Gildenführern. Vielleicht hat die auch gesagt, ach, weißt du was, ich unterstütze hier den Scramble einfach mal und ich hau die 13 Forge-Punkte da rein, da muss er selbst nur noch 2 einzahlen. Er kann sich also selbst überlegen, wann er leveln möchte, ne? Weil er ja dann doppelt absahnt. Und ja, das könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt steht unser Château Frontenac. Das ist ja schon mal sehr erfreulich. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir doch einfach noch ganz kurz mal hier die Herausforderungen. Wie kriegen wir das hin? Also ich muss hier alle 4 schaffen. Die 4 Begegnungen bei der Gildenexpedition lösen, das habe ich schon erledigt, das seht ihr. Und dabei spielt es auch keine Rolle, ob ihr angreift, ja, also kämpft oder verhandelt. Ach, ihr seht, ich habe hier wieder einen weiteren Punkt, einen Versuch. Den kann ich direkt wieder in einen Kampf umsetzen und habe ja auch hier noch meine 5 möglichen Belohnungen oder meine Chance, 5-mal ja, aus der Burg Himeji was rauszuholen. Ich würde sagen, wir probieren es mal. Die ersten Punkte in einer Stufe, ja, also vor allen Dingen in Stufe 1 und in 2, da sind die Kämpfe, aber auch die Verhandlungen noch extrem einfach, ne? Also ich habe jetzt hier eigentlich nur fast einen Gegnertyp. Das heißt, ich kann mich in meiner Auswahl der Einheiten wirklich auf den hier einstellen. Ich könnte jetzt mal überlegen, dass ich mal eine andere Einheit hier einsetze als meine Standardeinheit, den Grenadier. Und bei denen hier, da sind es halt die Dragoner, die man einsetzt gegen Fernkampfeinheiten. Ne? Das sind halt hier Fernkampfeinheiten, das seht ihr oben an der zweiten Stelle. Aber die Dragoner, die haben eine spezielle dumme Eigenschaft. Die laufen extrem weit nach vorne schon im ersten Zug. Ich kann euch das auch gleich. Ja, wir machen mal Folgendes. Ich mache es mal 4 Stück. Dann nehme ich noch hier die restlichen beiden, die fülle ich noch auf. Ich nehme aber nur Agenten erstmal, sofern ich die habe, die ich wieder nachproduzieren kann und keine unabhängigen. Das erkennt ihr hier in diesem orangen Streifen oder goldenen Streifen da oben. Und jetzt gehe ich zwar auf Angreifen, wähle dann aber den Autokampf. Ich zeige euch auch warum. So, dann machen wir das mal langsamer. Ich wähle den automatischen Kampf. Oh, das ist noch viel zu schnell. Achso, das war dreifache Geschwindigkeit. Die rennen halt, gut, jetzt machen sie es mal ausnahmsweise nicht, aber die rennen im Prinzip im Autokampf erstmal relativ weit nach vorne. Die haben halt gegenüber den Agenten, na, der hat gerade schon hier auf mich geschossen, ne, auf einen, die haben halt gegenüber den Agenten eine viel höhere Reichweite. Der schießt auch, zack, ne, aber der hat mir nicht viel abgezogen. Ich mache es dann doch mal ein bisschen schneller. Ja, die gehen jetzt erstmal schön alle hier vorne auf meinen Pony, ne? Die feigen Hunde. Mal gucken, ob sie den direkt platt machen. Aber ihr seht schon das Problem. Gerade jetzt diese Fernkämpfer hier von denen, ne? Die Bogenschützen. Oh, ne? Steht noch. So. Ah, ja, das ist jetzt echt ein schlechtes Beispiel eigentlich für das Video, weil sich die,
Dragoner eigentlich deutlich weiter nach vorne wagen. Ja, jetzt gehen sie hier nach. Okay, jetzt holen sie schon mal den einen weg. Also ich brauche auch, man sieht das jetzt hier, zwei Schläge eigentlich. Wenn ich meinen Kampfboost, meinen Angriffsboost nur ein bisschen nach oben bringe, dann würde ich so einen Gegner tatsächlich mit einem Schlag schaffen. Das ist natürlich cool. Was auch cool ist, die greifen jetzt immer erst die Agenten an. Aber, und deswegen Dragoner immer zu viert so aufstellen. Jetzt haben sie einen, ne, hier einen Hottehü erledigt. Es kann passieren, dass wenn ihr nur zwei einstellt, also zwei Dragoner nehmt, und die laufen dann direkt nach vorne und werden dann von irgendwelchen stärkeren Einheiten, ihr habt ja nicht immer nur hier mit so Pupsis zu tun, aber von stärkeren Einheiten getroffen, kann es sein, dass die euch die zwei Dragoner schon auseinanderholen, bevor eure Agenten mal irgendwie nach vorne kommen. Oder die Verluste sind halt relativ hoch. Und gerade bei diesen Einheiten, die halt weit nach vorne rennen können, dann nehme ich halt immer eine schöne Kombination aus vier dieser Einheiten und vier Agenten. Dann seid ihr einfach so mehr auf der sicheren Seite. Wie gesagt, ich bin eigentlich so ein Autokämpfer, ne? Ich habe keine Lust, das hier alles manuell zu machen. Ne? Wobei man dann die Verluste wirklich deutlich irgendwo verringern kann. Ich habe jetzt hier eine Einheit verloren. Jut. Ne? So, damit ist dieser Kampf gewonnen. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch eine Belohnung. Ne, wir bekommen hier keine Belohnung aus diesem Kampf jetzt, ne, durch die Bokemeji. Aber das Ding steht. Ja, das war es dann auch erstmal wieder. Also, wie gesagt, jetzt haben wir nochmal so einen Kampf da an der Stelle gemacht. Und, ach nee, Quatsch, wir wollten ja hier was machen. Blödsinn. Also, löse diese simple Verhandlung. Das machen wir mal. Da kann ich euch direkt mal zeigen, wie schön man mit dem Verhandlungsassistenten spielen kann. Das ist nämlich total Bille. Ne? Ich habe hier eine Chance von 100%, das Ding zu gewinnen. Ihr müsst im Prinzip nur die Güter unten auswählen, die hier oben in der Reihenfolge angezeigt werden. Ne? Also erstmal hier Basalt, Seide, Papier, Seide. Ist das Seide? Ich meine schon. Ja, und nochmal Basalt. Dann bezahlen. Und jetzt zeigt mir das System schon an. Ah, okay. Jetzt muss ich das nehmen. Na, falsch. So, ihr macht also, ihr wählt nur das aus, was oben angezeigt wird. Und dann wähle ich das Papier aus und hab's geschafft. Das ist wirklich simpel. Und dafür, alleine dafür ist auch dieser FOE-Helfer schon Gold wert. So, wir haben einen Kampf, wieder Automodus, leichte Einheit. Gegen die leichten Einheiten helfen meine Grenadiere. Davon nehme ich immer zwei in der Aufstellung. Aber wieder dann lieber die, die ich nachproduzieren kann, weil wenn ich die verliere, die kann ich einfach bauen. Und wie ihr vielleicht wisst, ich habe ja, hier muss ich jetzt zwei unabhängige Agenten dazu nehmen, aber das wird hier ziemlich egal sein, die sollten mir nichts tun können. Ne? Können sie auch nicht. Ein bisschen angegriffen hier, angekratzt, aber sonst nichts. So, das haben wir dann geschafft an der Stelle. Und jetzt noch 2500 Tavernensilber ausgeben. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also Tavernensilber ausgeben zum einen, entweder indem ich aufrüste, ja, also hier einen dieser Punkte auswähle, aber meine Taverne ist voll ausgebaut. Das heißt, ich kann hier jetzt nichts mehr auswählen, ja, also wenn ich jetzt hier runter scrolle, ich kann hier nichts mehr auswählen, um noch irgendwas zu aktivieren. Ich kann den Tisch nicht größer, schöner, besser machen. Also muss ich auf den Tavernenladen zurückgreifen und jetzt im Prinzip schauen, okay, 2500, zum Beispiel hier sowas, ja. So, Vorratsproduktion 60% steigern. Ist ja gar nicht verkehrt. Ne? Oder hier ein Extrazug für 30 Minuten. Oder. Jetzt könnte ich mich ja hier zum Beispiel entscheiden, naja, was mache ich denn jetzt? Jetzt kommt aber ein Problem dazu. Und zwar, wenn ihr diese beiden jetzt mal vergleicht, ne? Also irgendwann habt ihr vielleicht so viel Tavernensilber, da ist es euch egal, dann nutzt ihr diesen Effekt dann auch gar nicht. Ne? Ich meine, gut, den hier würdet ihr automatisch benutzen, Vorratsproduktion steigern, kann ich ja gar nicht verhindern, es sei denn, ihr würdet nicht einsammeln, ja, also nicht ernten. Aber ihr seht, das hier hat einen Effekt von 24 Stunden und das von 30 Minuten. Dazu kommt noch etwas. Ich möchte morgen auf jeden Fall wieder die Gex spielen. Das heißt, dieser Extrazug hier, der würde mir dann in dem Zusammenhang, wenn ich verhandle, auch noch einiges bringen. Ich kann nämlich. Kann ich jetzt nicht zeigen. Ich habe eben diesen Versuch verbraucht. Wann ist der nächste dran? Ja, in 9 Minuten. So lange möchte ich das Video nicht mehr machen. Ihr sollt mich nicht einschlafen. Aber diese Versuche in den Verhandlungen, wie ich das eben auch hier gezeigt habe, in dieser Verhandlung, dann habt ihr nicht drei Runden sozusagen, sondern vier. Das ist halt genial. Ja? Das heißt, ich würde dann einfach bis.
Das läuft noch 12 Stunden 59, ungefähr 13 Stunden. Das ist morgen früh um 8 Uhr genau. Ja, so ist mein Timer eingestellt. Das heißt, ich würde mir einfach merken, hoffe ich, dass ich morgen früh vor 8 Uhr diesen Timer hier aktiviere, diesen Bonus oder diesen Boost aktiviere. Und dann kann ich nämlich einige Stationen in der Gex schaffen. Ja? Ich würde aber heute Abend noch meine Versuche jeweils aufbrauchen, damit ich in der Stufe 2 möglichst weit komme. Denn hier kann man sich noch schön durchkämpfen. Ja? Ich würde sogar überlegen, selbst wenn ich morgen dieses Ding aktiviere, ob ich dann nicht auch eine Mischung aus Kämpfen und Verhandeln mache. Ne? Aber das muss ich dann mal schauen. Vielleicht mache ich das dann morgen auch gemeinsam. Vielleicht entsteht dann wieder ein neues Video. Ich schaue mal, ich könnte es mir vorstellen. So ein bisschen Gags spielen ist eigentlich ganz lustig. Ich habe ja auch gesagt, und ihr seht auch hier immer, da gibt es echt richtig coole Belohnungen. Ne? Mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten dahinter. Richtig cool gemacht. Ich kann immer nur die Belohnungen sehen, die halt noch, die nicht mehr durch diesen Nebel verdeckt sind, um diesen Nebel jeweils einer weiteren oder der weiteren Stufen freizuschalten, muss ich immer hier diese großen Plattformen halt schaffen. Ja? Aber ich könnte jetzt hier zum Beispiel sehen, was es gibt. Münzenvorräte, Blaupause für Reliktempel oder Selbsthilfekit. Dann hier gibt es die Möglichkeit, Münzenvorräte 5 Forge-Punkte oder 20 Güter des vorherigen Zeitalters zu bekommen. Und hier vor diesen großen Plattformen, vor diesen großen Stationen gibt es eigentlich immer Einheiten. Ja? Und die Anzahl der Einheiten, die ich dann gewinnen kann, steigt eigentlich auch. Und hier habe ich halt wirklich jeweils 20%, also zu einem Fünftel immer die Möglichkeit, diese Einheiten dann zu gewinnen. Das sind dann auch sogenannte unabhängige Einheiten, das habe ich schon erklärt, ganz cool. Außerdem werde ich dann bestimmt auch morgen mal, wenn ich das aufnehme, durch meinen Relikt-Tempel Relikte bekommen. Ja, es gibt durch den Relikt-Tempel halt die Möglichkeit, die Relikte, dass die hier nach jeder geschafften, ich kann ja sogar eine einsammeln, sehe ich gerade. Habe ich ja gerade gespielt, dass ein Relikt erscheint. Und da habe ich teilweise schon so geniale Belohnungen drin gehabt. Obwohl der noch gar nicht so weit ausgebaut ist bei mir, der ist auf Stufe 8. Ja, also ich könnte jetzt auch schon bis 16 ausbauen. Aber ich habe ja, da hat jemand schon ein bisschen was, ne? Gespendet, das ist toll. Erstmal ist Bokemeji dran. Ich werde mich weiterhin um das Alcatraz kümmern. Ja, da muss ich auch gucken, dass ich da noch so ein paar Stufen schaffe. Ich möchte einfach mehr unabhängige Einheiten produzieren, das ist mir wichtig, ne, damit ich halt nicht so viele Verluste habe. Jetzt auf der nächsten Stufe kommt leider keine weitere Einheit dazu. Ja? Also man könnte auch sagen, das ist kein Kernlevel, aber dann wieder. Ja? Also wenn ich dann auf Stufe 5 springe, von 4 auf 5, dann bekomme ich halt 6 Einheiten alle 24 Stunden. Ja? Aber ich bekomme dann mit der nächsten Stufe schon wieder ordentlich an Zufriedenheit dazu. Im Übrigen ist das Alcatraz, ich glaube, auch eins der stärksten oder sogar das stärkste Gebäude, was die Zufriedenheit oder die Begeisterung halt angeht. Also wenn ihr, ich hatte am Anfang da auch immer mal so ein bisschen Probleme mit und musste gucken, dass ich da, dass ich das schaffe, die Begeisterung hochzuhalten, denn die bringt euch einen Boost von 20% auf eure Produktion von Vorräten und von Münzen. Das heißt, wenn ihr diese Zufriedenheit nicht schafft, bei mir, ich bin jetzt bei 18.590 zusätzlich, auch da komme ich nicht mehr so schnell in Not, aber wenn ihr das nicht schafft, wenn ihr nicht diese Zufriedenheit erreicht, dann habt ihr halt nur 100% Produktivität anstatt 120%. Und diese 20%, ein Fünftel immer mehr, würde ich euch immer empfehlen, das mitzunehmen. Das sollte auch später eigentlich keine Rolle mehr spielen. So, jetzt kann ich hier noch die Münzen einsammeln von diesen Siegestürmen. Da habe ich eine sehr gespaltene Meinung zu, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Ausbeute aus Münzen, die man hier erhält, eigentlich Pillepalle ist. Das sind eigentlich auch nur Lückenfüller, aber am Anfang habe ich auch so gedacht, ja, baust du mal auf, und, ne, guckst mal, wo du die dann verteilst. Ja, aber wenn man davon einige stehen hat, dann könnte man auch schon wieder was dafür hinsetzen. Das Problem habe ich jetzt zum Beispiel auf meiner Welt Wingrid, zeige ich euch mal, klingt so ein bisschen wie Ingrid, ne? Wer weiß, ob der Entwickler sich da nicht irgendwie hat inspirieren lassen. Aber hier hat man es gerade schon angedeutet gesehen. Ja, ich gehe mal ein bisschen ran. Ich habe hier 6 von diesen Türmen stehen. Ja, hier ist jetzt zwar keine Straßenanbindung, also da könnte ich jetzt auch nicht alles hinbauen. Aber ja, es nimmt, hier sind auch noch welche. Ne? Stufe 1, hier Stufe 2.
Die Ausbeute ist halt nicht so hoch. Also wenn ihr vernünftig in andere legendäre Gebäude investiert, ihr seht hier, ich habe hier 12.385 und da lachen andere drüber. Das ist im Moment auch nichts, weil ich mir davon halt nochmal hier so eine Erweiterung geholt habe. Ne? Also die hole ich mir wirklich meistens über diese Münzen. Ich habe halt keine Belohnungserweiterungen mehr, aktuell zumindest nicht, die man zum Beispiel aus der Karte der Kontinente bekommt. Aber dann immer, wenn ich das voll habe, also wenn ich jetzt hier die 30.000 voll habe, dann nutze ich diese Münzen eigentlich dafür, diese Medaillen dafür. Die Medaillen braucht ihr außerdem auch noch in den Gilden-Expeditionen, also in den Gags, in Stufe 4. Ach, hier können wir nochmal zwei Dinger spielen, ne? Sollen wir das gemeinsam machen? Wir gucken nochmal. Angreifen. Ja, angreifen. Das sind jetzt alles Ferneinheiten. Und wir merken uns das, was ich eben gesagt habe. Die greifen immer erst, zumindest wenn die Entfernung entsprechend hoch ist, Agenten an. Und das hat den Vorteil, dass die einen Schuss im Prinzip verballern. Ja? Deswegen, ich nehme jetzt hier zwei Bliden, ja, gegen zwei davon und sechs Katapulte. Sechs Katapulte sind aus dem Zeitalter vor mir, also schwächer. Ja? Außerdem habe ich einen Booster hinter, eine Verteidigung. Wir machen mal Autokampf und gucken mal, was passiert. Uiuiui. Ja, das war jetzt nicht so gut. Dann hätte ich wahrscheinlich doch besser drei oder vier von den Bliden nehmen sollen. Da waren die Verluste jetzt ein bisschen hoch, aber gut. Aus Fehlern lernt man. Beim nächsten Mal weiß ich mehr aufstellen. Das sammeln wir noch ein. 2000 Münzen. Hier habe ich ja übrigens auf dieser Welt keine Bokimeji. Das heißt, ich habe hier auch nicht diese Möglichkeit, durch die Kämpfe noch irgendwie was zu gewinnen, leider. Ne? Ja, hier habe ich jetzt zwei Fernkämpfer, vier Fernkämpfer und die Artillerieeinheiten. Gegen Fernkämpfer sind halt tatsächlich die Ritter ganz gut, ne? Gegen Fernkampfeinheiten. Außerdem haben die eine sehr hohe Reichweite. Die sind also auch gar nicht so schlecht gegen die hier. Ich habe eben erklärt, immer vier Stück nehmen davon. Ich hoffe, das geht jetzt nicht in die Hose, weil ihr seht, da habe ich nicht mehr so viele von. Ich habe in den Gildengefechten ganz schön was verheizt. Auch Agenten, wie man sieht. Ne? Ich muss da mal ein bisschen haushalten. Autokampf, das war besser. Ja? Also hätte ich möglicherweise, jetzt habe ich zweimal schwere Infanterie bekommen, hätte ich möglicherweise eben in dem Kampf auch mehr gewonnen, wenn ich mit den anderen Spielern, mit den Dragonären gekämpft hätte. Nein, mit den Quatsch, in der Runde davor, auch mit diesen Fernkämpfern. Ja. Mit den Rittern. Jetzt haben wir es. Gut. Ja, das war es dann mal wieder in diesem Video. Wieder fast eine halbe Stunde voll bekommen. Es ist echt Wahnsinn. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich weiß, ich komme immer ein bisschen vom Thema ab, aber so für jeden Pups irgendwie ein neues Video zu machen, halte ich auch nicht für sinnvoll. Wenn ihr Lust habt, schaut euch die Playlist einfach mal an, wenn euch da irgendwas besonders interessiert. Ich versuche in den Titeln das so ein bisschen wiederzugeben, was ich auch so mache. Alles kann ich nicht mit reinnehmen. Das würde nicht funktionieren. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen was zeigen. Jetzt wollen wir nochmal gerade schauen, wer denn da ins Château Frontenac einbezahlt hat. Da freue ich mich immer sehr drüber. Das ist halt wirklich sehr cool. Die Leute sind da sehr hilfreich, ne? Die Gildenmitglieder. Jan Doe 0815. Ich meine sogar, dass der Name kommt ja nicht aus dem Film 7. Ja, den habe ich nämlich vor ein paar Tagen nochmal geguckt. Ist ja ein ganz alter Film. Sehr cool. Ich glaube sogar der Vorgänger oder der zumindest der inoffizielle Vorgänger von den Saw-Teilen, die ja sehr brutal sind. Also der ist da deutlich gemächlicher, der Film. Und ich meine, dass der Böse sozusagen, ja, der Psycho, dass der sich so nennt. Aber hier der Jando hat 10 Forgepunkte einbezahlt. Nicht ganz selbstlos. Der bekommt durch seine Arsche mehr als das zurück. Ja, also 10 sowieso. Jetzt schauen wir doch mal nach. Was hat der denn für eine Arsche? Ich meine, ziemlich dicke. Eine 80er. Ja. Der bekommt also 19 Forgepunkte zurück. Ja. 1,9 mal 1,9. Ja, das ist schon nicht schlecht. Gut. Ja, dann gucken wir mal, wer noch einzahlt, ob das Ding bis morgen steht. Ihr werdet sehen. Alles klar. Dann euch alles Gute und noch eine gute Zeit. Viel Spaß im Spiel und bis bald.